Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe in unserer Gesprächsreihe Fachgespräche on Air. Für alle, die dazugekommen sind, weil sie es zum Beispiel auf Twitter oder anderswo gelesen haben, das ist eine Veranstaltung im Anschluss an eine sogenannte Initiative aus dem Collaboratory. Das Collaboratory ist ein Think Tank zu Fragen aus dem Bereich Internet und Gesellschaft, der sich zum Ziel gesetzt hat, verschiedene Menschen, die in diesem Bereich aktiv sind, die von diesen Bereichen betroffen sind, zusammenzubringen. Und in unserem Fall ist es der Bereich Lernen. Es gab in den Monaten November 2012 bis Januar 2013 eine sogenannte Initiative, die da hieß Lernen in der digitalen Gesellschaft, offen, vernetzt, integrativ. Und dort haben verschiedene Arbeitsgruppen zu Unteraspekten von diesem Thema gearbeitet. Eine davon wollen wir heute nochmal Revue passieren lassen und uns anschauen, was in dieser Gruppe diskutiert wurde. Es handelt sich um die Gruppe mit dem Thema Voraussetzungen für das Lernen in einer digitalen Gesellschaft. Wir wollen darüber sprechen, was Open Everything bedeuten könnte für das Lernen im Besonderen. Was brauchen wir wirklich, um digital zu lernen, haben wir als Überschrift drüber geschrieben. Und wir haben dazu zwei freundliche Experten eingeladen. Das eine ist Dr. Mike Stürnberg. Er arbeitet an der Universität in Bielefeld und zwar im Bereich Texttechnologie. Das war überhaupt mein Lieblingswort in der Vorbereitung, an der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. Das andere ist Sebastian Seitz, der, wie ich, ein Diplompädagoge ist und bei der Technologiestiftung in Berlin arbeitet. Die beiden werden uns jetzt nicht nur etwas zum Thema erzählen, sondern vielleicht auch noch ein paar Einblicke in die Diskussion der Arbeitsgruppe geben und in die Bereiche, in denen sie sonst noch aktiv sind. Wir freuen uns auf anregende, wir haben mal gesagt, so 15 bis 20 Minuten Input und danach Fragen und Diskussion. Es gibt ein Chatfenster direkt unter diesem Video und dort kann man sich schon während des Inputs austauschen, Kommentare abgeben, Fragen reinschreiben etc. Ich schaue mir das an. Und merke mir, wenn Fragen da sind, die bis zur Diskussionsphase. Ansonsten kann man natürlich auch sehr seine Fragen bis dahin aufbewahren und dann stellen. Soweit vorab die Anleitung für die nächsten, sagen wir mal, vielleicht 40 Minuten. Wir beginnen mit der Präsentation und der Erste, der uns eine Folie präsentieren wird, ist Sebastian. Sebastian, ich übergebe an dich. Super, Dankeschön, Jovan. Okay, dann mal bitte die erste Folie auflegen. Dankeschön. Wie gesagt, in unserer Gruppe mit dem Titel Open Everything haben wir uns mit dieser Idee der Open-Bewegung beschäftigt. Es ist die Open-Bewegung für manche vielleicht ein Begriff, für einige wahrscheinlich weniger. Es ist auch ein bisschen schwierig, diese Open-Bewegung direkt zu kategorisieren oder zu sagen, was es eigentlich ist. Aber viele Leute kennen vielleicht so Schlagwörter wie Open Data, Open Source, Open Educational Resources, Open Access. Und es gibt Autoren, die das Ganze oder in diesem Ganzen schon eine Bewegung im Sinne von einer sozialen Bewegung sehen. Wir haben uns dieser Sache mal angenommen und haben versucht, das Ganze so ein bisschen zu übertragen auf den Lerngegenstand. Also was kann eigentlich diese Idee der Offenheit zum Lernen allgemein oder vielleicht auch zum Lernen in unserem Fall im Speziellen in der Hochschule und in der Schule beitragen und wie wirkt sich sowas eigentlich aus? Auch unter dem Gesichtspunkt, was wollen wir eigentlich damit erreichen, wenn wir mit digitalen Medien lernen? Und dazu werde ich jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, werde also kurz was dazu erzählen, was so historisch passiert ist und dann noch ein bisschen was dazu sagen, was das jetzt für Auswirkungen auf uns heute hat. Also, in dem Fall sieht man jetzt als erstes mal Free and Open Source. Free and Open Source, da denkt man vielleicht als allererstes mal an Open Source Software oder an Free and Open Source Software. Wir haben es jetzt erstmal so gehalten, dass wir den Bereich Software hinten weggelassen haben, weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass wir so ein bisschen in diese Richtung Open, offene Quellen, Freiheit und freies Lernen, offenes Lernen gehen wollen. Diese ganze Idee von Openness und Open Movement und dergleichen, sprich auch Open Access, Open Educational Resources, hat so ein bisschen was mit Free and Open Source Software zu tun. Früher war das so,
Da bekam man zu der Hardware, die man für seinen Computer irgendwann angeschafft hat, also wir reden jetzt wirklich von den 70er, 80er Jahren, als es noch, als ein Computer noch ein bisschen was anderes war, als es, als wir uns das heute vorstellen, da bekam man zu der Hardware, die man gekauft hat, seine Software immer dazu. Das war sozusagen die Beigabe, die man brauchte, damit man den Computer überhaupt benutzen konnte. Irgendwann haben dann Leute festgestellt, dass sich ja eigentlich viel mehr Geld damit verdienen lässt, wenn man diese Software nicht mehr frei dazugibt, sondern wenn man den Inhalt dieser Software, sprich den Quellcode, geheim hält und ihn für Geld an Leute weitergibt. Aus der Wissenschaft gab es dann ein paar Leute, die das überhaupt nicht gut fanden, allen voran Richard Stallman. Der hat dann gesagt, nee, das finde ich überhaupt nicht richtig, diese Software, dieses wissenschaftliche Gut, was wir da geschaffen haben, das können wir nicht irgendwelchen Leuten vorenthalten, sondern das muss für jeden frei zugänglich sein. Und dann hat er sich entschieden, die Free Software Foundation sozusagen ins Leben zu rufen. Und die hat eine Definition rausgegeben, was eigentlich Free and Open Source Software ist. Und zwar ist es also eine Software, die ich zu jedem Zweck ausführen darf, egal was ich damit tun will, deren Quellcode ich studieren darf, was voraussetzt, dass ich eine Einsicht in diesen Quellcode habe, dessen Quellcode ich verbessern, sprich auch verändern darf oder Anpassung vornehmen darf, sodass er für mich besonders gut funktioniert und für andere auch, und diese Verbesserung auch weitergeben darf an andere. Und wenn man so ein bisschen im Bereich dieser, zum Beispiel auch im Bereich von Creative Commons oder dergleichen basiert ist, dann stellt man fest, oh, das sind ja irgendwelche Kriterien, die setzt man auch für andere Bereiche an, wie zum Beispiel Open Educational Resources. Und dementsprechend kann man aus historischer Betrachtungsweise sagen, dass die Bewegung rund um Free and Open Source Software so ein bisschen die Mutter des Open-Gedanken ist, was darin begründet ist, dass diese Leute, die damals die Software geschrieben haben, die damals auch nur an Universitäten oder wissenschaftlichen Einrichtungen entwickelt wurde, dass die gesagt haben, Quellcode ist im Prinzip nichts anderes als Wissen. Nichts anderes als zum Beispiel, wenn ich einen Artikel veröffentliche oder dergleichen. Das ist also eine Sache, die muss ich Leuten entsprechend zugänglich machen. Das widerspricht so ein bisschen der Vorstellung, die viele Menschen heutzutage von Software haben, die das so ein bisschen mehr als Produkt begreifen und die den Quellcode eben nicht als reines Wissen ansehen. So, und jetzt bitte einmal eine Folie weiter. Dankeschön. Und aus diesen auch rechtlich im Sinne einer Lizenz definierten Kriterien ergeben sich für verschiedene Bereiche des Lernens bestimmte Auswirkungen. In dem Fall jetzt habe ich das mal nur für die Hochschule bzw. die Schule in Betracht genommen, also die großen institutionalisierten Bildungseinrichtungen, die wir hier in Deutschland haben. Und zwar ist es einmal die soziale Ebene, die sich daraus ergibt. Das heißt, wenn ich diese Software, wir denken nochmal gerade eben zurück, zu jedem Zweck ausführen darf, dann bedeutet das auch, ich kann sie an beliebig vielen Arbeitsplätzen ausführen. Ich kann sie außerdem, wenn sie verbessert oder verändert wurde, aber auch wenn sie nicht verbessert oder verändert wurde, kann ich sie teilen und habe dadurch die Möglichkeit, diese Software für jeden nutzbar zu machen. Und das ist ja im Kontext des digitalen Lernens, bei dem es auch immer wieder darum geht zu sagen, wir wollen möglichst den Leuten die Chance geben, dass sie hochindividualisiert lernen können auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchten wir gerne alle Leute mitnehmen. Das heißt, die Leute, die normalerweise keinen Zugang zu solchen Sachen haben, denen möchten wir diesen Zugang ermöglichen. Und wenn ich eine Software habe, die per Lizenz genau diese Sachen gestattet, dann ist es eine Sache, die vor allem zum Beispiel Studierenden oder Kindern aus sozial schlechter gestellten Familien zugutekommt. Denn die können dann die gleiche hochwertige Software benutzen, die auch in der Bildungsinstitution eingesetzt wird. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, zur Wirtschaftlichkeit. Bevor mir jetzt nachher irgendjemand einen Strick daraus dreht, das Argument Wirtschaftlichkeit ist nicht unumstritten. Ja, das sage ich jetzt mal nur vorneweg. Aber je nachdem, wie man die Software in die gesamte Infrastruktur einbettet und wie man sie verfügbar für bestimmte Leute macht, können
zumindest Anschaffungskosten von Software drastisch reduziert werden, weil ich keine Lizenzen mehr erwerben muss, um diese Software in meiner Bildungseinrichtung beispielsweise zu betreiben. Die Kosten, das sage ich auch direkt, die entstehen dann häufig dadurch, dass zum Beispiel Wartungsaufwand entsteht oder Leute neu geschult werden müssen, weil sie die Software in dem Sinne nicht kennen. Aktuell gibt es da ja auch eine recht wilde Diskussion über das Linux-Projekt in der Stadt München. Das ist also, sagen wir mal, ein bisschen zwiespältig. Es gibt aber viele Beispiele, in denen sich zeigt, dass eine Kostenreduktion möglich ist. Und der letzte Punkt, das wäre die Authentizität. Wir wissen heute auch, dass es für Schulen immer wichtiger wird, die Dinge, die sie vermitteln sollen oder für die sie stehen, auch authentisch zu transportieren. Wir wissen auch, dass das, heißt, das fängt schon im Unterricht an, wenn ich eine Lehrerin oder einen Lehrer habe, die oder der nicht hinter den Dingen steht, die sie vermitteln soll, dann wird das irgendwann bezüglich der Akzeptanz bei Schülerinnen und Schülern auch ein bisschen schwierig. Das zieht sich dann weiter durch, zum Beispiel durch administrative Prozesse bei der Schule. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn jetzt eine Schule zum Beispiel in ihrem pädagogischen Profil oder dergleichen angibt, wir sind eine Schule, die arbeitet mit offenen Methoden, offene Unterrichtsinhalte, schüleraktiver Unterricht, kooperatives Lernen, wir stehen für Werte wie Demokratie, Transparenz und Mitbestimmung, dann ist es hochgradig authentisch, wenn sich diese Werte nicht nur in der Didaktik oder in der Unterrichtskultur niederschlagen, sondern wenn sich diese Werte auch auf anderen Ebenen ergeben, zum Beispiel auf der Ebene der IT-Infrastruktur, die ja nun in wirklich jeden Bereich der Schule mittlerweile hineinragt. Das kann also administrative Prozesse sein, das kriegen die Schülerinnen und Schüler dann ein bisschen weniger mit, aber das kann auch der Unterricht selbst sein, womit im Prinzip diese authentische Ebene auch zeitgleich so ein bisschen in diesen sozialen Bereich reinragt. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass dann entsprechend jeder Schüler und jede Schülerin mit der Software versorgt werden kann. Womit ich mit meiner kurzen Einführung, mit meinem kurzen Input am Ende wäre und mich jetzt freue, das Wort an Mike weiterzugeben. Danke, Sebastian. Okay, wie du ja eben schon gesagt hast, ist es so, dass Open Source oder Free and Open Source Software als Mutter des Open-Gedanken gesehen werden kann. Und dieser Muttergedanke hat dann eben auch in der Wissenschaft ein bisschen abgefärbt, und zwar in dem Bereich Open Access. Open Access ist ein Paradigma, was in dem letzten Jahrhundert aufgekommen ist, auch wenn der Begriff erst aus diesem Jahrhundert stammt. Open Access bedeutet erstmal nichts anderes, als dass man ähnlich wie bei Open Source Software eben, wo der Quellcode das Wissen war, das frei verfügbar gemacht werden sollte, hier auch davon ausgeht, dass wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Informationen für alle frei verfügbar sein sollen, und zwar unentgeltlich. Diese freie Verfügbarkeit oder dieser freie Zugang, die kann man wiederum auf verschiedenen Ebenen definieren. Man kann das zum einen, ähnlich wie bei der Softwarefrage, eben auch an Lizenzen, sprich also auch an finanziellen Methoden aufhängen. Da gibt es ja nun schon seit einigen Jahren in Universitätsbibliotheken eine lange Diskussion darüber, inwieweit es noch sinnvoll ist, dass die Universitätsbibliotheken für teure Steuergelder von Verlagen zum Beispiel Zeitschriften oder Buchproduktionen erwerben, die auf der anderen Seite mit Inhalten gefüllt werden, die eben durchaus von den gleichen Wissenschaftlern erstellt worden sind, die an der gleichen Universität zum Beispiel arbeiten und an der gleichen Universitätsbibliothek arbeiten. Das kann dann eben zu einer gewissen doppelten Belastung kommen. Erst produziert man die Inhalte, dann lektoriert man sie eventuell noch oder redigiert sie und anschließend muss man nochmal dafür bezahlen, dass man sie anderen Leuten zur Verfügung stellt. Das wäre also ein Beispiel für Toll Access. Und Open Access ist eben das komplette Gegenteil davon. Das heißt zum einen, dass die Inhalte nicht nur frei verfügbar sind. Das kann vor allen Dingen übers Internet passieren, dass man PDFs oder sonstige Formate frei verfügbar macht. Das heißt aber auch, dass man eventuell eben noch zusätzliche Materialien, und da kommen wir in den Bereich Open Data, ebenfalls zur Verfügung stellt. Ich habe mal als einen Stichpunkt genannt die Berliner Erklärung. Das ist nur eine von mehreren Erklärungen, auch eher die dritte. Vorher war noch die aus Budapest und aus Bethesda. Nichtsdestotrotz ist die Berliner Erklärung für Open Access für den deutschsprachigen Raum sehr wichtig, weil sie eben sozusagen ein Fanal im deutschsprachigen Raum dafür gegeben hat, dass Inhalte, die wissenschaftlich erarbeitet worden sind, vor allen Dingen eben mit Steuergeldern, auch wirklich frei zugänglich sein sollten.
Darüber hinaus geht die Berliner Erklärung noch ein bisschen weiter, in der Art und Weise, dass sie eben sagt, das Ganze sollte auch, wenn es übers Netz passiert, netzneutral passieren. Das heißt also, es sollte nicht diese Diskussion wieder angefangen werden, die schon seit einiger Zeit läuft, inwieweit bestimmte Dienste oder bestimmte Anbieter im Internet bevorzugt behandelt werden sollten, weil sie eben mehr oder weniger Daten verursachen, sondern das Netz sollte neutral sein in Bezug auf alle Daten, damit alle Anbieter die gleichen Chancen haben. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Berliner Erklärung ist der der offenen Standards. Es hilft mir nicht, wenn ich die Informationen oder das Wissen einfach nur frei herunterladen kann. Im besten Fall sollte ich das Ganze auch noch irgendwie weiterverarbeiten können. Dazu kommen wir gleich zum nächsten Punkt, zur nächsten Folie, nämlich wenn ich diese Inhalte frei nutzen kann, dann möchte ich sie auch in anderen Kontexten verwenden. Und dann kommen wir in den Bereich der Remix Culture. Das heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit, lesend auf Inhalte zuzugreifen, sondern ich kann sie auch aktiv, zum Beispiel im Rahmen der Lehre, Hochschullehre fällt hier vor allen Dingen eher an, als in der Schule, weil es hier um Forschungsinhalte geht, die man eben direkt im hochschulnahen Lehrbereich einsetzen könnte. Ich kann sie also direkt in diesen Kontext wieder einsetzen. Um das zu machen, um also zu remixen zu können, als Dozent zum Beispiel an einer Hochschule, müssen aber bestimmte Voraussetzungen getroffen sein. Eine Voraussetzung ist natürlich klar, ich muss erstmal Zugang aus lizenzrechtlicher Sicht haben. Also ich muss die Möglichkeit haben, nicht nur Informationen aus einem Buch, aus einem Lehrbuch zu nehmen und es irgendwie unter meinen Studierenden als Lesestoff zu verbreiten, sondern ich muss es im gleichen Kontext auch einbauen können, ohne da zu befürchten, dass ich mit einem Bein gleich schon irgendwie mich ins Gefängnis begebe. Natürlich haben wir in der Wissenschaft den Vorteil, dass im gewissen Rahmen Zitationen erlaubt sind. Diese Zitationen sind aber ein Ausnahmetatbestand im Urheberrecht und machen es für Wissenschaftler oder für Dozenten an Universitäten und natürlich auch für Lehrer an weiterführenden Schulen nicht immer ganz leicht zu erkennen, ob sie sich schon in der Grauzone bewegen oder eventuell mit ein bisschen Glück noch auf der weißen Seite sind, das heißt noch keine rechtlichen Straftaten begehen. Da in der Hinsicht ist die Politik auch alles andere als wirklich forcierend, was die Weiterentwicklung dieses Status quo angeht. Da kommen wir aber gleich noch zu den Empfehlungen zu. Sonstige Voraussetzungen, die natürlich notwendig sind, wenn ich mit Inhalten arbeiten möchte, auf die ich einen offenen Zugriff habe, ist, wie eben auch schon kurz angeklungen, die Formatfrage. Das heißt, das Format muss es mir erlauben, mit diesen Inhalten zu arbeiten. Für Texte ist das nicht so dramatisch. Ich kann mit relativ wenig Aufwand, auch aus PDF-Dateien oder aus Word-Dateien, den Text kopieren und in andere Formate bringen. Noch weniger Probleme habe ich allerdings bei HTML-Dateien oder reinen Textdateien, sprich Dateien, die im textuellen Format vorliegen oder in standardisierten Formaten vorliegen. Ein anderes Problem ist es, wenn ich mit Videos oder mit Bildern arbeite oder Audiodateien. Ich kann Videos prinzipiell in Container packen, sodass sie schwer entnehmbar sind, dass es mir sehr schwer gemacht wird, diese Videos zu extrahieren oder sie zu rekodieren, in einen anderen Kontext einzusetzen, sodass hier in diesem Fall auf jeden Fall die technische Frage eine Rolle spielt. Also neben der rechtlichen auch eine technische Voraussetzung gegeben sein muss. Den Problemfall, den wir auf dieser Folie kurz genannt haben, ist eben, wie gesagt, das aktuelle Urheberrecht. Abgesehen davon, dass wir eben solche technischen Standards zwar haben, diese aber nicht wirklich so weit durchdrücken können oder beziehungsweise auch nicht durchdrücken wollen. Es geht ja darum, dass die Stakeholder an Universitäten von alleine irgendwie auf die Idee kommen, dass es sinnvoll wäre, mit offenen Formaten zu arbeiten, ist eben vor allem die Lizenzfrage ein großes Problem. Da gibt es eine Möglichkeit, da wir das aktuelle Urheberrecht eben nicht einfach ändern können, gibt es ein Stichwort, das Sebastian eben auch schon angesprochen hat, und das ist dann eben Creative Commons. Die Creative Commons Lizenzen sind dafür da, im bestehenden Urheberrechtsrahmen eine Möglichkeit zu geben, dass man Inhalte, die man selbst erstellt hat, zum Beispiel freigibt im Rahmen eines sogenannten Copyleft. Das heißt, dass man sagt, okay, es ist möglich zu sagen, eben nicht alle Rechte sind vorbehalten dem Ersteller, sondern ich gebe als Ersteller oder als Produzent einige Rechte ab. Zum Beispiel kann ich bei der Creative Commons Lizenz sagen, andere Leute können meine Inhalte nutzen, sofern sie meinen Namen nennen. Das ist dann die CC BY-Lizenz, die ist aktuell die kleinste gemeinsame Nenner ist. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, andere Leute dürfen diese Inhalte nutzen oder mein Produkt verwenden, sofern sie es nicht weiter verarbeiten, also den Remix ausschließen.
oder man kann auch die kommerzielle Verwertung ausschließen. Es gibt also verschiedene Bausteine in den Creative Commons Lizenzen. Und das, was diese Lizenzen eigentlich sehr spannend und auch sehr attraktiv macht, ist, dass sie eben mit dem bestehenden Urheberrecht zusammen funktionieren. Ich habe also nicht das Problem, dass ich mich in eine schöne neue Welt träumen muss, sondern ich kann in den bestehenden Systemen damit arbeiten und kann dementsprechend auch selbst was dafür tun, um zum Beispiel Open Access und Open Educational Resources ein bisschen weiter zu fördern. Dann wären wir dann auch schon fast bei den ideellen Dingen, die passieren müssen. Open Access als solcher an Universitäten ist momentan immer noch ein Stiefkind. Für Dozenten an Universitäten gilt natürlich sowas wie eine Autorenveröffentlichung in einem angesehenen Journal. Solange diese angesehenen Journale immer Closed Access haben oder Tall Access, ist es problematisch, Open Access als ein gleichwertiges Standbein in dem Bereich aufzustellen. Hier wäre also notwendig, dass vor allen Dingen junge, nachrückende Wissenschaftler auch darauf vielleicht pochen, dass ihre Veröffentlichungen auch entweder als Zweitverwertung oder eben als Erstverwertung in Open Access Journalen unterkommen. Also ein gewisses Umdenken stattfindet. Genauso gut im Bereich der Lehre ist es aber eben sinnvoll, dass man dann denkt, dass man die Entdeckungen oder die Veröffentlichungen, die man macht, eben auch im Rahmen der Lehre als Open Access Module zum Beispiel freigibt, die in die Lehre einbettet und die unter eine Creative Commons Lizenz zum Beispiel stellt. Und damit wären wir dann schon bei der letzten Folie, bei den Empfehlungen. Dann kommen wir eigentlich wieder zu Beginn. Die freie und Open Source Software, die Sebastian angesprochen hat, die bietet sich zum einen an als Transportmittel, um eben diese ideellen Werte ein bisschen näher zu bringen, an den Standort Schule oder auch Hochschule. Das heißt, sie kann als Transportvehikel genutzt werden, um erstmal den Gedanken von Open Everywhere so ein bisschen zu transportieren. Open Access kann eben dazu dienen, um die Inhalte frei verfügbar zu machen, ohne jetzt irgendwie die eben schon angesprochene rechtliche Grauzone betreten zu müssen. Und wenn ich das Ganze mit offenen Formaten auch gestalte, habe ich eben die Möglichkeit, eine Remix-Culture zu ermöglichen, die ist mir dann eben auch gestattet, Inhalte nicht nur passiv zu rezipieren, sondern die dann eben auch aktiv in anderen Kontexten einzusetzen. Soweit wären erstmal unsere Impulsvorstellungen. Jöran. Vielen, vielen Dank. Sehr kompakt, anschaulich und umfassend. Wir haben im Chat jetzt die Möglichkeit, Fragen und Kommentare aufzusammeln, also an alle Menschen, die im Chat sind. Bitte jetzt Kommentare, Fragen, Protest, Widerspruch oder Zustimmung einbringen. Das gucken wir uns dann gleich gemeinsam durch. Jetzt erst einmal zu Beginn eine Frage von mir. Und zwar habt ihr ja in der Ankündigung schon formuliert, da geht es auch um positive Wirkung auf die Gesellschaft. Das ist ja jetzt etwas, was man relativ groß sich vorstellen kann, aber vielleicht auch noch nicht ganz konkret. Wie würdet ihr denn so einem Menschen, der vielleicht da jetzt wenig Ahnung von hat, sagen wir mal einem Taxifahrer, wobei ich jetzt nicht unterstellen möchte, dass nicht alle Taxifahrer davon Ahnung haben könnten, aber nehmen wir mal an, ihr würdet jemanden zufällig treffen. Und wie würdet ihr dem denn erklären, warum diese Offenheit eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben könnte? Ich denke, ein Vorteil ist, ob man jetzt den besagten Taxifahrer nimmt oder wie auch nicht, ist, dass ein Instrument, ein Lizenzinstrument wie Creative Commons einem eben die Möglichkeit gibt, Dinge, die man selbst gemacht hat, im Kleinen schon mal sozusagen als kleinen Stein ins Rollen zu bringen, als Teil einer größeren Bewegung zu werden. Zu sagen, okay, ich fange damit an, wenn ich möchte, dass sich was ändert, fange ich bei mir selbst eben an. Ein Taxifahrer ist natürlich nicht so ganz einfach, der kann schwer seine Fahrerlaubnis irgendwie unter einer Creative Commons Lizenz stellen. Der könnte aber zum Beispiel sagen, okay, ich kenne mich in Berlin zum Beispiel wunderbar aus, ich weiß, wie es die besten Schleichwege gibt. Ich behalte die nicht für mich, sondern stelle die auf OpenStreetMap zur Verfügung als ein Layer oder wie auch immer. Ich werde das gerne um den Bereich Software ergänzen. Also es ist schön, dass Mike jetzt auch nochmal OpenStreetMap angesprochen hat, ein super tolles Projekt. Mein Punkt wäre, in dem Fall noch, also meiner Meinung nach müsste man da noch anmerken, dass diese Idee der Offenheit in dem Sinne einen auch ideellen Vorsprung bietet, da, wenn wir jetzt auf so eine technische Ebene zum Beispiel bei Software gehen, es dort auch innovationsfördernd sein kann. Also die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, kommt besser voran, wenn man Dinge gemeinsam angeht und nicht jeder immer und immer wieder die
Schritte, die jemand anders vor ihm gegangen ist, erneut gehen muss. Also ich mache jetzt mal, so ein ganz einfaches und auch ja ein bisschen schwieriges Beispiel auf, aber stellen wir uns mal vor, ich möchte jetzt eine Software schreiben, die irgendwas ganz Tolles macht, was Menschen bei irgendeiner schönen Sache unterstützt. Und ich müsste jede einzelne Funktion, die diese Software hat, zum Beispiel Dateien öffnen, Dateien abspeichern, Dinge darstellen, die Sachen müsste ich alle von Grund auf neu schreiben. Und wenn es aber eine entsprechende Lizenz gibt, die bei einer anderen Software verwendet wurde, die diese Funktion schon alle hat, dann kann ich darauf zurückgreifen. Das erspart mir unheimlich viel Arbeit. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man die Dinge, die man für ein Gros an Menschen irgendwann mal geschaffen hat, dass man diese Dinge mit anderen teilt, damit die entsprechende gesellschaftliche Entwicklung für alle vorangeht. Das ist so ein bisschen so eine philosophische Geschichte. Also da geht es viel weniger darum, wie kann ich eigentlich zum Beispiel auch aus finanzieller Sicht gesehen, wie kann ich für mich den möglichst größten Gewinn daraus ziehen? Denn das ist in dem Fall häufig nicht so, dass ich damit deutlich mehr verdiene, sondern wie kann ich möglichst viele Leute damit erreichen? Und ich glaube, dass sich auch gezeigt hat, dass in so einer Kultur, in der man zusammenarbeitet, in der man sich gegenseitig unterstützt, wesentlich mehr Dinge möglich sind, als in der Kultur, in der man sozusagen, man spricht ja gerne von so einer Ellbogengesellschaft, als wenn man sich in so einem Bereich fortbewegt, sondern wenn man in Gruppen gemeinsam an Dingen arbeitet, dann schaffen wir es, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung schneller voranzutreiben, als wenn jeder versucht, es zu seinem eigenen Nutzen, in den meisten Fällen finanziellen Nutzen, auszuschlagen. Vielleicht noch ergänzend dazu ganz kurz, was jetzt die Open Software angeht. Dadurch, dass der Quelltext zur Verfügung steht, kann ich den natürlich in der Lehre auch wunderbar einsetzen als ein Beispiel, wie man bestimmte Dinge programmiert. Nehmen wir an, wir haben Informatikkurse. Oder ich möchte irgendwie selbst Kindern schon Programmieren beibringen, dann kann ich mir einzelne Bibliotheken nehmen, die unter einer offenen Lizenz stehen und die dann entsprechend mit den Kindern durchgehen. Ich kann gucken, okay, was passiert, wenn ich da an bestimmten Stellschrauben drehe, wenn ich die verändere. Ich muss nicht bei Null anfangen. Natürlich muss man das bei der Programmierung immer ab einem gewissen Level, aber ich kann dann ab einem bestimmten Grad eben auf bestehende Lösungen aufsetzen und diese dann eben nutzen, zur Veranschaulichung nutzen und kann im besten Fall sogar bestehende Produkte damit auch verbessern. Ich würde gerne nochmal an die OpenStreetMap anknüpfen, die du kurz schon genannt hattest, weil wir jetzt ja vor allem Beispiele wieder aus dem Bereich Hochschule oder aus dem Bereich Informatik haben. Und viele Fragen, die wir jetzt gleich nochmal aufgreifen aus dem Chat, gehen schon in die Richtung, naja, aber wie kriegt man das denn nochmal in die Breite? Und vermutlich wird man, weiß ich nicht, die durchschnittliche Deutschlehrerin und den durchschnittlichen Taxifahrer mit den Beispielen das auch nur so halb anschaulich machen können. Mike, magst du nochmal für diejenigen, die es nicht kennen, OpenStreetMap kurz beschreiben und vielleicht für den Taxifahrer, der sagt, ja, Moment, es gibt doch Google Maps, da ist doch alles drauf, warum brauche ich denn noch was anderes, eine Antwort formulieren? Also OpenStreetMap ist ähnlich wie Google Maps Kartenmaterial, wo die einzelnen Nutzer dazu beitragen können, bestimmte Punkte auf der Karte zu verorten, die zu benennen, können also Straßennamen eintragen, können bestimmte Point of Interest eintragen, wie man es eben auch beim Navigationsgerät oder bei Google Maps kennt. Der große Vorteil ist, dass sehr oft die Leute, die eben wirklich vor Ort sind, dann die Informationen dazu beitragen und damit jeder mit einem ganz kleinen bisschen, mit einem kleinen Baustein zu einem ziemlich großen Projekt beitragen. Ein Beispiel: eine Kollegin von mir, die in Salomoneninseln arbeitet, die hat festgestellt, dass da die OpenStreetMaps deutlich besser sind oder die Informationen, die man auf solchen Karten findet, als sie zum Beispiel bei Google Maps sind, einfach aus dem Grund, weil für Google ist das aus wirtschaftlicher Sicht nicht wirklich relevant, die Ecke der Welt. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es aber eben genügend Relevanz, die es dann notwendig macht, da eben auch entsprechende Karten zu haben. Und wenn die dann von verschiedenen Nutzern, die da vor Ort sind, vorgehalten werden, diese Informationen mit anderen geteilt werden, dann ist das ein sehr deutlicher Gewinn für alle. Ich greife mal da die ersten Fragen aus dem Chat auf und ich habe auch die oben nicht vergessen. Ich fange nochmal hinten an, weil es gerade thematisch dazu passt. Und zwar gleich ein ganzer Frageblock. Christine aka LaFool hat geschrieben, aber wie bekommt man die Leute dazu, ihre Dinge nicht nur für sich zu behalten, sondern auch für andere nutzbar zu machen? Ich halte das für eine der großen Herausforderungen. Habt ihr Ideen?
Gleich im Anschluss daran eine Frage von Jörg Lohrer, die in die gleiche Richtung stößt. Die Bereitstellung von Technik, Software oder einer Geisteshaltung ist schön und gut. Wieso meint ihr, dass die Massen auch produzieren, dass nicht ein paar wenige bleiben, die Content erstellen? Sollten Lösungen eventuell zwar open und transparent sein, aber im Blick behalten, dass, da fehlt ein Verb, aber im Blick behalten, sollte man im Blick behalten, dass Inhalte nicht krautgedacht werden und man nur mit einigen engagierten Experten die breite Masse erreicht? Okay, ich fange mal bei der ersten Sache an. Ich glaube, bei jeder sozialen Bewegung, um mal die Geisteshaltung hier aufzugreifen, bei jeder sozialen Bewegung gibt es einige Leute, die eine bestimmte Geisteshaltung transportieren, für die diese Sache sehr wichtig ist. Für die meisten Menschen wird das nicht auf Dauer so sein. Also für die meisten Menschen werden meiner Meinung nach zumindest nicht sagen, diese Sache, dieser Open-Gedanke, das ist eine total tolle Sache und das ist gesamtgesellschaftlich total wichtig, weil das ja auch eine relativ abstrakte Ebene davon ist. Das ist ja nun nicht total, sagen wir mal, handlungsnah in dem Sinne. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man Leuten zeigt, dass sie direkt davon profitieren. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber man kann auch Dinge tun, die richtig sind, ohne dass man weiß, dass sie richtig sind, oder man kann sie auch aus falschen Gründen tun und trotzdem sind sie dann für die Gemeinschaft irgendwann gut. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei so Open Governance Prozessen oder dergleichen. Da beteiligt sich nicht jeder zwangsläufig sofort, aber für viele ergeben sich daraus in ihrem Alltag Vorteile. Und das mag bei OpenStreetMap, um das nochmal aufzugreifen, ähnlich sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ja, ich habe jetzt eine Webseite, im Prinzip ist mir diese ganze Open-Nummer relativ egal, dann ist es für mich wesentlich einfacher, wenn ich zum Beispiel eine OpenStreetMap-Karte einbinde, weil, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht was ganz Falsches sage, die Zahl habe ich nämlich nicht hundertprozentig im Kopf, ab einer gewissen Besucherzahl könnte das nämlich für mich irgendwann in Kosten ausarten, wenn ich Google Maps Karten einbinde oder wenn ich zum Beispiel eine Google Maps Karte nehme, die auf Papier drucke, das ist noch problematischer, und dann beispielsweise eine Wegbeschreibung oder sowas da eintrage und die an die breite Masse streue. Bei OpenStreetMap habe ich das nicht. Das heißt, für mich als Endnutzer ergeben sich sofort Vorteile, die begründet liegen in der Tatsache, dass es freies Kartenmaterial ist, ohne dass ich selbst wissen muss, was für eine tolle Idee sich irgendwann mal Leute ausgedacht haben, damit es überhaupt möglich wurde. Also ich glaube, die breite Masse erreicht man durch ganz einfaches Hervorheben des persönlichen Nutzens und weniger dadurch, dass man sagt, das ist eine Philosophie, die für euch vielleicht geeignet ist. Vielleicht ein anderes Beispiel noch zur Frage, ob man jetzt selbst eben Technik bereitstellen muss, ob man selbst Inhalte bereitstellen muss. Auch das muss man gar nicht unbedingt. Natürlich ist nicht jeder ein Programmierer. Also es liegt nicht jedem irgendwie mal schnell was zu programmieren und zu sagen, okay, ich packe das unter die GPL und veröffentliche das. Es reicht schon, wenn jemand einen Blog hat, dass er sagt, okay, meine Bloginhalte sind unter der Creative Commons Lizenz und können zum Beispiel im Rahmen von Forschung und Lehre genutzt werden. Ein anderer Aspekt ist aber auch, dass man eben darauf hinweist, dass Daten, die öffentlich sind, wie zum Beispiel Informationen von der Deutschen Bahn oder Informationen, die Gemeinden erheben, dass die dann eben auch öffentlich zugänglich gemacht werden den Bürgern. Dass das Daten sind, für die man als Steuerzahler schon irgendwo gezahlt hat oder zu denen man beigetragen hat, und dass diese Daten vielleicht nicht unbedingt dann von den Gemeinden verkauft werden, sondern eventuell auch wieder offen zugänglich gemacht werden, sodass einige Interessierte mit den Daten arbeiten können. Also man muss gar nicht selbst Hand anlegen. Es reicht auch schon, dass man einfach seinen Willen vielleicht mal ab und an mal äußert und sagt, okay, diese Informationen könnten in einem anderen Rahmen nützlich sein, bitte veröffentlich die in der einen oder anderen Form. Es gibt in dem Zusammenhang ja auch das, glaube ich, häufiger schon gebrachte Beispiel von der Wikipedia und wie viele Leute es braucht, um das überhaupt zu erstellen. Ich glaube, das hat der Clay Shirky mal mit einem anderen Wikipedia-Forscher zusammen ausgerechnet, auf die Frage hin, ob denn jetzt alle Leute auch nur noch produzieren und wer soll da dann überhaupt noch konsumieren. Und da hatte er sich mal hingesetzt und geguckt, ich glaube, er hatte ausgerechnet, wie viel Manpower, wie viel Zeitaufwand braucht man, um alle Wikipedia-Ausgaben in allen Sprachen mit allen Artikeln, die es bis dahin gab,
mal zu schreiben. Und ich glaube, er kam dann darauf, dass es zwar eine gewaltige Summe wäre, aber dass dafür alleine nur die Amerikaner, wenn alle mitmachen würden, ihren Fernsehkonsum für ein Jahr um 1% einschränken müssten. Und mit dieser Zeit könnte man dann schon zum Beispiel so etwas aufbauen. Also es geht nicht darum, dass alles komplett anders wäre. Das zeigt dieses Beispiel, glaube ich, ganz anschaulich. Eine weitere Frage kommt nochmal von Jörg Lohrer. Danach nehme ich die, die als allererstes gestellt worden sind. Denn Jörg Lohrer fragt nochmal zur konkreten Ebene, was macht ihr für Vor-Ort-Projekte? Wo führt euer globales Denken zu lokalem Handeln? Also ich kann vielleicht einfach aus den Erfahrungen in Forschung und Lehre sprechen, die wir an der Universität oder die ich persönlich an der Universität versuche eben zu propagieren bzw. durchzusetzen. Software, die ich im Rahmen von Projekten entwickle, wird üblicherweise unter die GPL gestellt, ist also kostenfrei verfügbar und ist unter einer entsprechenden Lizenz verfügbar, die es eben erlaubt, die Software auch im anderen Rahmen einzusetzen. Steht entsprechend auf Webseiten mit dokumentierten Quelltexten, mit Dokumentation und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn ich irgendwie Präsentationen habe oder Publikationen, die nicht verlagsgebunden sind, ich stehe natürlich in dem gleichen Problem wie andere Wissenschaftler auch, wenn man irgendwie ein Buchprojekt hat und das Buchprojekt ist bei einem großen namhaften Verlag untergebracht, dann hat man meistens das Problem, dass man eben diese Informationen nicht an anderer Stelle publizieren kann, weil man eben an den Autorenvertrag gebunden ist. Was man aber ziemlich oft dann eben machen kann, ist, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht eine Vorabversion des Beitrags in irgendeiner Art und Weise und sei es nur als PDF oder als RTF zur Verfügung stellen und die auf eine eigene Webseite bringen. Dann versuche ich den Gedanken natürlich auch meinen Studierenden ein bisschen näher zu bringen, indem in Veranstaltungen, indem sie zum Beispiel mit Sprachdaten arbeiten müssen, ich darauf hinweise, dass sie die Sprachdaten eben gezielt nach solchen lizenzrechtlichen Fragen auch aussuchen sollen. Sprich, dass sie nicht am Ende mit einem Projekt dastehen, wo sie die Sprachdaten eventuell gar nicht verwenden können oder nicht weiterverwenden können oder nicht veröffentlichen können. Das sind so die kleinen Ansätze, die es natürlich in meinem Beruf ein bisschen leichter machen als beim Taxifahrer, die es mir aber zumindest ermöglicht, so ein bisschen den Gedanken zu propagieren. In meinem Fall ist es so, ich arbeite im Bereich der informatischen Bildung. Also da geht es darum, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von Informationstechnologien und von Informatik näher zu bringen. Dabei geht es aber dann nicht nur darum, diese Sachen zu nutzen, sondern es geht darum, diese Dinge zu verstehen. Und ich greife dann auf diesen vorhin auch im Input angesprochenen Punkt der Authentizität zurück. Ich kann niemandem glaubhaft erklären, wie wichtig es ist, im Bereich der Informatik oder der Programmierung oder dergleichen hinter die Kulissen zu gucken, hinter diese Blackbox-Software zu sagen, eigentlich ist es total wichtig für euch, dass ihr versteht, was diese Software tut und warum sie es tut, aber um das zu tun, benutzen wir Software, bei der man das nicht tun kann. Und das Ganze hat noch einen anderen Grund, und zwar, wenn man mit Kindern und Jugendlichen in dem Bereich arbeitet, gerade im Bereich der informatischen Bildung, dann muss man einfach sagen, dass die schulische Situation eher weniger gut ist. Also Schulen können sich glücklich schätzen, wenn es Informatikunterricht gibt. Den gibt es aber nicht besonders häufig. Auch die IT-Branche hat extremen Fachkräftemangel und bietet aber deutlich lukrativere Jobs an, als zum Beispiel das Schulwesen das tut. Das heißt, Leute, die in dem Bereich irgendwie aktiv sind, die werden dann häufig auch in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja, ich studiere jetzt Informatik oder ich studiere teilweise gar nicht, sondern entwickle einfach so und steige dann so quer ein. Also wir haben extrem wenig Informatiklehrerinnen und Informatiklehrer. Das heißt, für mich stellt sich auch die Frage, wie schaffe ich eigentlich eine entsprechende Umgebung für die Kinder und Jugendlichen, in der ich sie, wenn ich mit denen mal was gemacht habe, weiterreichen kann an irgendjemanden. Und was bietet sich besser an, um entsprechend in dem Bereich zu lernen, als eine Community? Egal in welchem Bereich ich lerne, egal was ich für ein Hobby habe oder was mich interessiert, es funktioniert immer besser, wenn ich Leute habe, mit denen ich Rücksprache halten kann, mit denen ich zusammen etwas tun kann. Da gibt es also auch von der Reflexionsebene her. Und Philipp Schmidt hat das bei seinem Vortrag der Abschlussveranstaltung vom Collaboratory auch super schön gesagt. Und zwar, wenn ich Softwareentwickler werden will, da gibt es für mich eigentlich keinen besseren Ort, an dem ich mich aufhalten kann, als die Open-Source-Software-Community oder Free-Software-Community, weil ich dort von Anfang an Entwickler bin. Ich gehe zu GitHub oder wo auch immer hin und ich kann mir sofort den Quelltext angucken.
Oder um das zum Beispiel mal auf die oder in die Richtung zu lenken, was Mike vorhin gesagt hat. Er entwickelt eine entsprechende Software mit seinen Studierenden, die stellt er unter eine entsprechende Lizenz. Und jetzt komme ich von außerhalb und denke mir vielleicht so, oh, ich würde auch gerne verstehen, was die da eigentlich tun. Durch diese Lizenz kann ich mir direkt anschauen, was haben die da eigentlich gemacht, wie arbeitet diese Software, wie funktioniert die, kann zum Beispiel für mich Anregungen holen und kann diese Sache weiterentwickeln. Allerdings, und das denke ich ist eine Einschränkung, die muss man da auch hervorheben, ist das natürlich jetzt ein Fall, der vor allem für Leute gilt, die an Informatik oder informatischer Bildung interessiert sind. Das ist eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe. Und wesentlich interessanter ist natürlich der Punkt, wie bekomme ich oder welche Vorteile ergeben sich eigentlich für die Leute, die sowas nicht interessiert. Und da, glaube ich, ist es dann immer entscheidend, dass man eine grobe Vorstellung davon hat, wie viel informatische Bildung ist eigentlich notwendig. Hat jemand entsprechende informatische Bildung, wenn der weiß, wie ein Kind weiß, wie es bei Facebook irgendwelche Bilder hochlädt und die Eltern wissen das nicht, sind die dann informatisch gebildeter oder nicht? Und da ist immer die Frage zu stellen, wie viel informatische Bildung braucht der Mensch überhaupt und wie können wir ihn da daran heranführen? Ich habe jetzt noch Fragen, zunächst nochmal zum Bereich Hochschule und Open Access und dann abschließend noch einmal kurz zum Feld der Schule und der Open Educational Resources, die ja auch nochmal gesondert Thema sein werden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Zwei Fragen, die ich zusammenfassen möchte. Die erste ist von Matthias Andrasch gestellt worden. Mein Gefühl ist, dass in den letzten Jahren wenig passiert ist bezüglich von Open Access im deutschen Hochschulbereich, abgesehen von Vorstößen der Mathematiker. Teilt ihr diese Meinung und wie schätzt ihr die Zukunft ein? Und angehängt daran die Frage, Angelika Beranek schreibt, habt ihr Erfahrungen mit dem Open Access Fonds, die einige Unis zum Publizieren anbieten? Wer mag antworten? Also ich fange vielleicht mal an mit der ersten Frage, inwieweit es weitergeht an Universitäten im Bereich Open Access. Das stimmt, die Mathematiker haben ziemlich gut vorgelegt in Bezug auf eine ziemlich klare Haltung, was das angeht. Wollen wir weiterhin teure Verlagsbundles kaufen oder wollen wir irgendwie gucken, dass wir aus dieser Nummer rauskommen? Und da haben die Informatiker eigentlich ganz gut einen Weg gewiesen, der jetzt nach und nach auch an anderen Universitäten ankommt. Ich kann natürlich immer nur für eine begrenzte Einsicht sprechen. Ich kenne mich nicht in allen Universitäten Deutschlands aus. Ich kann aber zumindest nachvollziehen oder ich kann auch zumindest bestätigen, dass auch in anderen Fächern diese Überlegung, wie lange machen wir dieses Rad noch mit, wie lange wird dieses Drehen an der Preisschraube von uns noch toleriert, dass das auch in anderen Fächern eine Rolle spielt und dass sich auch da sicherlich was tun wird. Was Open Access angeht, allgemein auch im Bereich, auf die zweite Frage vielleicht ein bisschen zu antworten, die Universität, an der ich zurzeit lehre und forsche, die Universität Bielefeld, ist zum Beispiel Mitbegründer von Open Access Net, also sprich der Open Access Community in Deutschland. Es gibt hier die Möglichkeit, zum Beispiel Abschlussarbeiten unter Open Access Lizenzen zu veröffentlichen, also sprich die Dissertation eben nicht einem Verlag anzudienen, sondern sie hier im Rahmen der Bibliothek selbst zu publizieren. Die ist dann sofort online verfügbar, weltweit zugreifbar. Es gibt auch noch andere Unterstützung. Das ist natürlich von Universität zu Universität unterschiedlich. Das heißt, wenn man da Interesse dran hat, sollte man entsprechend an der eigenen Universität oder einer nahegelegenen Universität nachfragen, nachhaken, durchaus Interesse bekunden, was dieses Thema angeht, damit die entsprechenden Stellen auch wissen, dass das Thema von Relevanz ist, nicht nur für die Leute im Elfenbeinturm, sondern auch für die Leute außerhalb vielleicht. Tja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin ja nicht mehr an der Universität. Wenn ich mal so jetzt aus persönlicher Sicht auch so irgendwie zurückblicke, dann habe ich häufig das Gefühl, dass in dem Kontext Geld oft eine Rolle spielt, also auch so finanzielle Interessen. Ich glaube manchmal, dass da zu dem, was ich so mitbekomme, dass da teilweise auch vollkommen verquere Vorstellungen herrschen, was Leute manchmal glauben, was sie eigentlich damit verdienen könnten, wenn sie bestimmte Publikationen nicht frei verfügbar machen. Ich glaube, da muss man manchmal auch vielleicht einfach abwägen und sich fragen, okay, die 200 Euro, die ich jetzt bekomme, dadurch, dass ich jetzt irgendwie diese 30, 40 Seiten geschrieben habe, ist es nicht sinnvoller, wenn ich einfach das
entsprechend so in meinem Kopf mir zurechtlege, dass ich sage, ich wurde ja von der Universität schon bezahlt, dass ich die Sachen geschrieben habe. Und wenn ich die jetzt allen zur Verfügung stelle, dann ist damit wesentlich mehr gewonnen, als wenn ich 200 Euro in der Tasche habe und mir damit, weiß ich nicht, ein schönes Wochenende oder dergleichen machen kann. Aber okay, ich würde noch jetzt einmal eine Frage stellen, die eben im Chat schon als die Gretchenfrage bezeichnet wurde zum Thema Open Educational Resources in Schulen. Wie gesagt, wir haben da noch zwei Talks, die sich explizit mit solchen Fragen beschäftigen. Insofern ist der Druck jetzt vielleicht für euch etwas niedriger, die Gretchenfrage zu beantworten. Dennoch, Angelika Beranek schrieb, wie würdet ihr denn argumentieren, warum Lehrer ihre Unterrichtsideen etc. anderen unter einer CC-Lizenz zur Verfügung stellen sollen? Ich kenne einige Lehrer, die sagen, sie wollen ihre Ideen, wenn, weiter verkaufen und weil sie niemanden finden, verstauben die Ideen, die Arbeitsblätter etc. in der Schublade. Habt ihr tolle Argumente für sie? Ja, Mike, möchtest du zuerst oder? Das ist wirklich eine Gretchenfrage in der Hinsicht. Das Gleiche gilt natürlich für universitäre Lehrer auch. Wenn ich irgendwie eine Veranstaltung vorbereitet habe und dann mir besonders viel Mühe gegeben habe, weil ich ein bestimmtes didaktisches Konzept dahinter verfolge und besonders nette Folien gemacht habe und was weiß ich noch alles, dann ist natürlich immer dieses Problem, warum soll ich denn der Erste sein, der die Folien freigibt? Aber das ist natürlich das Grundproblem. Wenn ich anfange, und sage, okay, ich gebe anderen etwas zurück. Ich stelle meine Unterrichtsmaterialien anderen zur Verfügung. Bei Lehrern ist es ja durchaus so, natürlich machen die sehr oft in entsprechenden Klassen ähnliche Themen. Das heißt also, wenn sie die nächste Klasse haben, im gleichen Biologieunterricht, dann können sie das gleiche Thema nochmal dran kriegen oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz spricht aber nichts dagegen, das dann auch im Kollegium auszutauschen, um zu sagen, gemeinsam vielleicht das, die Materialien noch weiter verbessern zu können. Natürlich muss einer den Anfang machen. Es reicht nicht zu sagen, okay, ich nehme aus dem Buch XY das Kapitel 3 und habe da noch ein bisschen was zugeschrieben oder sowas. Denn sonst, wenn einer zum Beispiel eine schöne Visualisierung hat für ein bestimmtes Thema und die mit den anderen teilt, dann haben eigentlich alle was davon. Aber es ist wirklich eine Gretchenfrage, einer muss anfangen. Ja, und wie du gerade gesagt hast, Mike, ist es natürlich auch wieder der Punkt, finanzielle Aspekte. Ich möchte meine Sachen gerne verkaufen, ich kann damit Geld verdienen, das ist vielleicht eine nette Aufbesserung für mein sonstiges Gehalt. Und wie du auch richtig gesagt hast, irgendjemand muss in dem Fall anfangen. Ich glaube, dass noch ein weiterer Punkt da eine Rolle spielt. Und dabei möchte ich überhaupt nicht gegen Lehrer oder irgendwas hetzen, aber man muss sich auch vielleicht mal vor Augen halten, was für eine Rolle eine lehrende Person, egal in welchem Kontext, eigentlich hat. Gerade in der Schule. Da gibt es also natürlich ab und zu so eine Art Kontrolle, bei dem dann irgendjemand von den Landesinstituten oder was auch immer mal im Unterricht sitzt oder von der Schulaufsicht vorbeikommt. Aber im Allgemeinen ist es ja so, dass ich als Lehrer in einer Klasse relativ frei bin in der Hinsicht, was ich tue, was ich mache und was ich auch rausbringe. Da gibt es eigentlich keine wirkliche Qualitätskontrolle. Mein Auto in die Werkstatt bringe, dann kann ich auch durchaus sagen, ich möchte es aber beim Ölwechsel gerne daneben stehen. Das wird in der Schule nicht passieren, ja, das ist ja auch in vielerlei Hinsicht gut, aber man setzt sich natürlich auch der Kritik aus. Wenn ich meine Arbeitsmaterialien öffentlich mache, dann kann es auch sein, dass irgendjemand mir eine Rückmeldung gibt und sagt, das, was du produziert hast, ist überhaupt nicht gut. Das stimmt nicht und das ist falsch und dann muss ich sozusagen meine Arbeit zur Diskussion stellen und das ist dann, glaube ich, eine Sache, die für viele Leute, wenn sie das 15, 20 Jahre lang nie getan haben, ein ganz, ganz schwieriger Schritt, den sie gehen müssen. Das ist eine Sache, die geht weit über diesen professionellen Rahmen hinaus. Das hat was damit zu tun, ob ich mich vielleicht persönlich auch für entsprechend kritikfähig halte. Deshalb könnte ich mir vorstellen, ist jetzt mal so eine These, dass diese Verhältnisse da, dass wir da so einen abnehmenden Anteil haben. Also je älter Lehrer sind, ich mache das jetzt mal wirklich böse, desto weniger fähig sind sie, ihre Materialien da frei zur Verfügung zu stellen, was natürlich auch dann wahrscheinlich daran liegt, dass sie eventuell mit den technischen Möglichkeiten nicht so bewandert sind. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Was man denen vielleicht sagen könnte, wäre, was Mike auch schon gesagt hat, dass sie ja selber davon profitieren. Ich stelle ja, es ist ähnlich wie bei, ich denke, Wikipedia ist da immer wieder ein schönes Beispiel. Also
wenn jeder da nur ein Wort reinschreibt, dann entsteht irgendwann was Großes Ganzes. Und das, was ich nachher zurückbekomme, bei extrem geringem eigenen Einsatz, das ist schon ganz erheblich. Und bei Lehrern, bei denen der oder Lehrerinnen, bei denen das Unterrichtsmaterial, die Qualität des Unterrichtsmaterials an vorderster Stelle steht, hinter vielleicht persönlichem Stolz und dergleichen, glaube ich, dass es da ganz, ganz viele Leute gibt, die bereit sind, sowas zu tun. Aber das ist eben, wie gesagt, eine Sache, die geht über den professionellen Rahmen hinaus und hat auch was mit persönlicher Haltung zu tun. Vielen, vielen Dank auch für die Frage, die eine Vorlage für uns ist für die nächsten Hangout-Termine, die jetzt noch anstehen, unter anderem zum Thema Open Educational Resources. Das haben Mike und Sebastian jetzt wunderbar schon eröffnet, das Thema, und wir werden es dann weiter diskutieren. Bevor ich noch zwei ganz wichtige Hinweise gebe, erst einmal ein ganz großer Dank an alle, die mit vielen Fragen und Beiträgen im Chat dabei waren, und natürlich ganz besonders an Mike Stürnbeck und an Sebastian Seitz für ihr Mitwirken. Herzlichen Dank dafür. Dann geht natürlich noch ein Dank an Blanche Fabry, die man nicht sieht, aber die immer dafür sorgt, dass diese Hangouts überhaupt zustande kommen, die das als Produzentin macht. Vielen, vielen Dank auch dafür. Die zwei Hinweise heißen erstens Vergangenheit, zweitens Zukunft. Vergangenheit, man kann diesen Talk genau wie die anderen, die schon stattgefunden haben, sich anschauen als Aufzeichnung, genau wie übrigens quasi Teil 0 unserer Reihe, nämlich den Vortrag von Philipp Schmidt, den Mike, glaube ich, vorhin angesprochen hat, zum Thema Offenheit und Bildung. Und auch die nächsten Veranstaltungen wird man als Aufzeichnung sehen können, aber man kann dann keine eigenen Kommentare und Fragen einbringen. Insofern lohnt es sich, sich die Termine in den Kalender zu schreiben. Das kann man auch einfach mit einem Kopieren machen. Wir haben auf der Seite collaboratory.de/Hangout-Reihe eine Möglichkeit, dass man das gleich in den eigenen Kalender importieren kann. Dort finden Sie alle weiteren Termine, finden Sie die Aufzeichnung und anderes mehr. Vielen Dank, das war es für heute. Ich wünsche allen Beteiligten noch eine schöne Woche und bis bald.